Jo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Charlie und das heutige Video soll mal um eine ganz besondere Person gehen, ja? Und sagen wir es so, er ist Hauptschüler, hatte mal über 13.000 Abonnenten, mittlerweile allerdings nur noch 11.000, ist durch Hate-Videos über größere YouTuber bekannt geworden, spricht das CH in Ich wie ein Isch aus und ist dieser typische Stereotyp von Asi, den man so in größeren Gruppen des Häufigeren in der Innenstadt antrifft und die dann immer so brüllen, so mit ich fick deine Mutter, du Hurensohn, Mandy, verpiss dich, Bastard! Und man diese Leute einfach auslacht, wenn man einfach weiß, dass diese Lutscher im Erwachsenenleben härter beim Arbeitsamt campen werden, als ich in diesem Gameplay hier auf Top Garage. Aber ich denke mal, ihr wisst, dass es dieses Mal um Eselkind geht, ja? Er hielt es ja irgendwie für nötig, mich mal in einem Video zu dissen, was allerdings nicht wirklich geklappt hat, denn er ist größtenteils nur darauf eingegangen, dass ich rote Haare habe und ich dachte mir nach dem ganzen Hate-Video über mich nur irgendwie... Ja, und jetzt? Deshalb dachte ich mir, ich mache mal selber ein Video über ihn, denn viele von euch werden wissen, dass ich ihn ja schon etwas länger auf YouTube, sagen wir mal, verfolge, ja. Und ich fand es schon irgendwie mal witzig, dass er sich total über Rambo aufgeregt hat und sich auch irgendwie lustig darüber gemacht hat, weil der ja mal in jedem Video irgendwie gesagt hat, ja, hier, meine Freundin da und übrigens, ja, also nicht der Competitive-Spieler Rambo, sondern... Guck mal, der Krieger-Beef Rambo, der PC-Hacker-Spieler Rambo, ja, der hatte wirklich eine Freundin. Jetzt ohne Scheiß. Denkt ihr, ich denk mir das nicht aus. Er hatte wirklich, schaut seine alten Videos, er erwähnt es dauernd, trotz, ja natürlich, ja, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Auf jeden Fall hat Rambo auch mal tausende Videos mit seiner Freundin gemacht, so, ja, und Eselbeisser hat sich darüber lustig gemacht, ja, aber er selber hat auch immer irgendwelche unnötigen Videos mit irgendwelchen Weibern gemacht, die dann auch immer neben ihm so wirklich eingeschüchtert waren irgendwie und so demotiviert klangen, kein Scheiß, ihr müsst euch mal die alten Videos von ihm anschauen, aber... Also ich weiß nicht, da waren mittlerweile so viele Videos mit Weibern ohne jeglichen Inhalt und Sinn. Ich dachte echt, ich schaue da gerade Danny Burnage. Bekannt geworden ist er allerdings durch ein Video über Elotrix, beziehungsweise Elotrix Fanboys, aber man darf natürlich trotzdem Elotrix in den Titel schreiben. Ist ja gar keine Frage, ihr wisst schon, weil, nee, macht keinen Sinn. Nee, okay. Okay, dann streich das raus. Nur Fame, geil, ja, okay. Alles klar. Und in dem Video kommentiert er auch total komisch, irgendwie ab und an mal so ganz normal und dann auf einmal dann so, ja, und ich gehe davon aus, dass ihr mich in diesem Video haten werdet. Also wirklich so mit diesen Worten. Und ich keine Ahnung, was mit dem Jungen los ist, als hätte er so eine Persönlichkeitsstörung, als würde Care gleich kommen müssen, so, und das diagnostizieren müssen mit Schizophrenie oder, keine Ahnung, ob der Typ schizophren ist, aber... Er redet ab und an ganz normal, auf einmal so, ja, und davon werde ich ja eh gehatet und, ja, und dann kommen die Elotrix, ich weiß nicht, auf einmal so sachlich und keine Ahnung, schaut euch das Video an, ich verlinke euch das mal ganz oben in der Videobeschreibung, war auch das erste Video, was ich von ihm damals gesehen hatte und ich dachte mir auch so, was war das gerade, Alter, aber... Keine Ahnung, was mit dem Jungen los ist, Alter. Irgendwie war das Video auch irgendwie so ein bisschen komisch, aber trotzdem wurde er dadurch bekannt und das mit den ganzen Flamentaries ging auch ziemlich lange auf und er hatte sich ziemlich schnell die ersten 10.000 Abos erhatet quasi und dann wollte er aber aufhören, weil er zu viel Real-Life hat und ich meine, man muss ja auch YouTube ab 10.000 Abos hauptberuflich machen und immer jeden Tag 2 Videos, so Wer bin ich Videos, so richtig ein auf kreativ und so und echt, wirklich, muss man ja machen, ist ja vorgeschrieben, wirklich. Dann hat er halt so eine ziemlich lange YouTube-Pause gemacht und er wollte dann so danach so mit Fitness-Video anfangen, wo er dann so sagt, ja, ich gebe euch ein paar Tipps, so zum Beispiel super tolle Tipps, ja wirklich, die Tipps waren Bombe von dem Jungen, zum Beispiel ernähr dich gesund und Steroide und sowas sind unnötig, aber echt tolle Tipps, die einen wirklich weiterbringen und die man vorher nie gewusst hat. Nie. Die Videos kamen halt auch wirklich dementsprechend schlecht an und also, wie soll man das so ungefähr vergleichen? Ich glaube so, als würde ich jetzt mit Beauty-Videos anfangen, obwohl ich glaube eher, dass ihr das feiern würdet. Na, wie dem auch sei, er hat dann viele verschiedene Formate so ausprobiert, dann wieder Fitness und dann wieder Hate Back to the Roots so mäßig und dann doch wieder was ganz anderes und dann wieder inaktiv geworden, doch kein Bock mehr und ja, dann wieder aktiv, Comeback, großes Comeback, dann wieder doch nicht und kam hin und her und hat so wirklich nie wieder zu seiner alten Linie zurückgefunden, bis heute nicht und das finde ich relativ schade, denn ich feiere den Jungen immer noch, ja, muss man einfach so sagen. Also falls ihr jetzt wirklich gedacht habt, ich hate ihn oder hasse den Jungen oder was weiß ich, ist natürlich nicht so, denn Simon, also er hat sich das gewünscht, dass ich mal so ein Flamentary über ihn mache und ja, hier ist es, Alter. Ich hoffe, das hier hat euch gefallen. Und ich finde es aber wirklich ein bisschen schade, dass er halt wirklich nicht mehr so seine alte Linie so verfolgt, aber ja, kann man halt nichts machen, so, denn dieses ganze Commentary hat ja schon so ein paar Aussagen zwar, die er auch, also das hat er früher auch so gemacht, so, also wirklich so den wahren Kern, aber halt relativ so humorvoll, sage ich mal in Anführungszeichen, verpackt so und sowas feiere ich einfach extrem, auch noch heute noch und ich versuche das auch in ein paar Videos von mir anzuwenden, allerdings verstehen die Witze dann wirklich irgendwie keine, aber ich finde sowas witzig, ja. Und besonders habe ich eigentlich immer gefeiert, dass er auch diese kleinen Putzerfische, sage ich mal, von den großen YouTubern, also früher war es natürlich schon, also heute ist es natürlich ein großes Problem, dass irgendwelche kleinen Wichser wirklich da bei größeren YouTubern saugen, aber früher war das ja auch schon ein Problem. Allerdings nicht so krass wie heute. Heute ist es wirklich Ausnahmezustand, aber früher war das schon auch relativ großes Problem, beziehungsweise hat so alle genervt wirklich, ja. Also es gibt natürlich viele gute YouTuber, die natürlich von größeren YouTubern unterstützt werden, das auch verdient ist, so sage ich mal, ja. Aber es gibt auch viele Idioten, so, die wirklich kein bisschen davon verdient haben, so. Das sind diese Putzerfische, sage ich mal, ja, oder Pilotfische oder wie man die heißt, oder wie die heißen, keine Ahnung. So, und die fressen ja, beziehungsweise die putzen so ja auch die größeren Fische, so Wale und so Haie und so. Und in diesem, die repräsentieren so für mich die großen YouTuber, also die Haie und die Wale und so. Und dann hoffen sie so, dass so ein paar Nahrungsreste so von denen abfallen und dann freuen die sich so richtig und das hält sie so am Leben, so sage ich mal. Und dann freuen die sich und dann ist alles gut so, ja. Und diese Leute hat er wirklich gedisst, wenn sie es wirklich verdient haben und das fand ich einfach extrem. Und er hat wirklich kein Blatt vor den Mund genommen, wurde deswegen auch von anderen größten YouTubern auch gefeiert. Ist einfach so, ist auch verdient so und das habe ich extrem gefeiert. Ist allerdings mal nicht meine Art, deswegen werden solche Videos, denke ich mal, nicht auf meinem Channel kommen. Aber falls ihr irgendwie mehr so Flamentaries über irgendwelche Sachen mal hören wollt, dann könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, beziehungsweise schreibt mir generell in die Kommentare, ja, wie ihr das Video so fandet und gebt natürlich einen Daumen hoch, wenn ihr ein Eselkind seid und ja, das war's von mir, das war's von hier. Haut rein, ihr Lappen. Nothing you do could put it in my day. Cash is fuck on my bed. I lay, look at the ceiling.